Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei DayZ Origins. Hier dabei der Grantilbart und der Tudu. Entschuldigung Hallo. Für die Dunkelheit. Aufgrund des Grafikmods konnte ich keine Gamma-Einstellung mehr vornehmen. Und wir haben uns gerade am Fundament eingeloggt. Grantilbart geht zum Industrial und ich war da am Baum gestanden. Ja, wir hören ein Auto, wir sehen es dahinter fahren. Ich hatte eine klare Schusslinie, habe mich aber nicht getraut, weil ich nicht wusste, ob bei dem Dorf, weil da war noch ein Dorf, das haben die ausgecheckt, also ob da noch jemand war. Alter, das ist komplett repariert, die Karre. Ich weiß, Mann. Und ja. Hab's dann einfach gelassen. Ja, dann, naja, auf jeden dann Fall. Kam sie auf mich zugefahren und ich da hinten an meiner Tanne hatte natürlich Schiss. Die bleiben hier am Fundament stehen, steigen zwei aus, laufen hin, dachte ich mir, Feuer frei. Hab mir der AKM draufgerotzt. Warum? Eigentlich, warte mal, ich mache hier einen Cut. Oh fuck, die kommen auf mich zu. Vielleicht kannst du die weghauen. Ich sehe nur den Dampf. Ah, da oben fahren die entlang. Die am bleiben Berg, ne? Genau in meinem Fundament stehen. Echt? Die fahren zu meinem Fundament. Du kannst doch rausgehen. Einer ist beide sind ausgestiegen. Beide laufen zu meinem Fundament. Nimm dir die AKM und hau rauf. Einer liegt am Boden. Ja. Jetzt! Ich glaube, den zweiten habe ich auch. Sauber, Mann! Tudu ist der Beste. Verdammt, warum hat das nicht aufgenommen? Ich hab's aufgenommen. Echt? Alter! Der lebt noch. Und viel auf viel, sei Dank, treffe ich ihn nicht. Jetzt ist er auch tot. Ja! So geil, Mann, so geil! Wir haben ein Auto! Mein Herz. Jetzt können wir rüberfahren in Ruhe. Ah, nee, keine Map, schade. Nimmst du noch auf? Ja. Aber ich glaube, ich werde jetzt unterbrechen. Ja. So, und da habe ich jetzt das Video reingesteckt. Weil ich habe es ja aufgenommen, okay. Wo ich die abgeknallt habe. Ja, stimmt, hast du kurz aufgenommen. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein super hammermäßiges Auto. Völlig umsonst sind wir quasi ins Netz der Spinne gerast. Ich habe Tudu noch Bescheid gesagt, weil er da was rumprobiert hat mit seinen Grafiken. Ja, ich wollte nämlich das mit dem Gamma wieder herstellen. Wir können leider das Gamma nicht mehr im Video verstellen. Also das ist immer, es bleibt immer auf einem Level. Wir wissen nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich am neuen Grafikmod. Das wird definitiv daran liegen. Und ich habe zwar den Grafikmod jetzt schon wieder gelöscht, aber ich habe das Spiel noch nicht neu gestartet, weil eben Grantelbart erzählt hat, da sind zwei Leute mit einem Auto. Genau. Und ja, dann konnte ich jetzt das Spiel noch nicht neu starten, weil wir jetzt unbedingt mit dem Auto losziehen wollten. Genau, weil hier ist in der Nähe ja ein Respawn-Platz, hier ist ja Beilauf in der Nähe und deswegen müssen wir uns schnell verbissen. Genau, und apropos losziehen, warum ziehen wir los? Wir fahren zu den Häusern und holen Baumaterialien. Richtig, weil wir haben nämlich keinen Bock, jetzt alles neu zu sammeln. Wir haben ja eigentlich schon irre viel Zeug in unseren Basen. Und warum zum Teufel sollten wir das... Oh, guck mal rechts, zwei Häuser. Oder drei, oder kennen wir die schon. Weil wir haben einfach genug Zeug bei uns. Warum sollen wir das neu suchen? Das ist doch Quatsch. Außerdem ist es nicht gerade so ansehnlich. Wir haben ja schon genug, sag ich mal, gelootet und das gezeigt bei Origins. Ich finde, wir sollten das einfach mal schnell hochziehen und dann ein Beil of Action machen. Ich habe jetzt übrigens auch wieder eine Map durch einen von meinen beiden Kandidaten bekommen. Yay! Der eine hatte sogar eine DMR dabei, die haben wir uns natürlich gleich geschnappt und versteckt. Alter, ich fahre gerade durch Sabina, fällt mir auf. Ja, super falsch, würde ich sagen, oder? Eigentlich nicht. Oder soll ich Offroad fahren? Ja. Willst du vielleicht wieder fahren? Durch Sabina, ich wüsste jetzt nicht mal wohin. Da ist die Brücke. Na, hier ist auf jeden Fall der scheiß Berg. Ich fahr mal lieber Offroad, oder? Ach Mann, ey. Wenn ich jetzt versaue, dann habe ich schon wieder die Karre ruiniert. Aber gut, die habe ich ja repariert gehabt, die alte. Deswegen ist das schon in Ordnung. Aber trotzdem scheiße. Ja, leider. Da oben ist ein Krankenhaus. Warte mal, da können wir doch bestimmt rechts rein. Ja, wir müssen jetzt rechts eigentlich, ne? Ich würde sehr, ich habe schon den Mapmarker auf die. Dann kommt hier der Berg. Moment, dann müssten da hoffentlich, wenn da eine Straße kommt, könnten wir also, links. Ja. Fahren wir hier auf den Trampelpfad. Außenrum ist halt die Straße, ne? Ja, das machen das wir. Ist der Punkt. Fahren wir den Berg einfach. Gut, dann machen wir das so. Ja, auf jeden Fall hoffen wir, dass wir heile ankommen diesmal und dass wir vielleicht auch keine Spielerbegegnung haben an unserer Base.
Oh ja, das ist das nächste Kapitel. Ja, man weiß nämlich nie, ob die Leute friendly sind. Wir haben ja schon so oft auf den Sack gekriegt. Ist echt schwer, ne? Weil du weißt nie, wer da ist, ne? Ja, klar. Und du weißt nicht, ob da nicht vielleicht sogar jemand campt, einfach weil er jetzt zum Beispiel weiß, oh, die kommen bestimmt gleich. Genau, heißt du noch irgendwie Adam? Bob the Builder bin ich immer noch. Ah, ne, Adam war ich ja, ne? Warst du? Adam. Wann warst du Adam? Oder? Ich war mal Adam Apple. Hä, wie heißt ich denn? Irgendwas John, oder? Johnson? Ich schau mal auf die blödesten Namen. Bist du Borsti? Nein. Nee. Dann heißt du Adam Johnson oder nur Johnson. Es gibt beide. Adam, ja, kann sein. Irgendwie sowas. Ich glaube Adam. Irgendwas mit Adam. Adam Johnson. Adam und Eva. Johnson. Also ich würde viel lieber, hätte ich jetzt, dass du gerne fährst. Ja, dann raus mit dir. Ja, echt? Okay. Wenn ich halt Disconnect habe, dann war es komplett umsonst, aber... Ja. Fahren auf eigene Gefahr. Beifahren auf eigene Gefahr. Wir machen den Pakt einfach mal. Wir fahren halt immer mit auf eigene Gefahr. So, dann ist keiner schuld. Trotzdem gehen wir bei den anderen die Schultern. Ich verscheiße, du fährst. Oh, geht so. Du fährst, geht so. Aber du hast Disconnects. Nee, ich fahre nicht, geht so. Ich fahre eigentlich schon gut. Was? Traue ich mich zu behaupten. Aber mein Internet macht mir halt öfter einen Strich durch die Rechnung. Hör mal auf damit. Nee, serious. Ja, ich weiß, dass du Disconnects hast, aber der klassische Rennfahrer bist du jetzt auch nicht, würde ich behaupten. Ja, naja. Das können wir mal in der Runde Need for Speed World ausmachen. Need for Speed? Ja. Ich hab noch nie so ein scheiß Rennspiel gezockt. Kennst du nicht Need for Speed World? Free to play? Free to play, erstmal sagt alles und zweitens nee. Need for Speed, are you serious? Du hast mal nicht verurteilt, Mann. Ich hab noch nie ein Rennspiel gezockt. Die Grafik ist zwar echt phänomenal, das ist wie ein Vollpreistitel. Okay, Konzentration jetzt. Brauche ich nicht. Ich bin gegen einen Zaun gefahren. Ich bin Zaunbart. Oh. Alter. Ich bin voll der gute Rennfahrer. Ja, ein Rennfahrer muss sich nicht zwischen Bus und Leitplanke durchquetschen. Hupe geht? Hupt er auch noch, ja. Hör ich auch. Die Brücke des Todes. Das Ding ist einfach... Die Karre ist wenigstens wendig. Da kannst du wenigstens um die Kurve vernünftig. Ja, ist ganz okay. Hier ist jetzt natürlich ein bisschen eng, aber... Eng ist gut. Der Tudu macht es schon. Zack. Und schau, was geschafft. Was sagst du? Machen wir mal einen Cut? Ja, können wir machen, klar. Okay. Warte, no frames. Ja, jetzt läuft's bei mir und hier sind haufenweise Zuschauer. Wollt ihr euch mal kurz aufnehmen? Pff, wollt ihr euch kurz mal vorstellen für die Aufnahme? Warte. Ja. Wie der Tudu nicht warten kann. Ungeduldig. Gerne. Ja. Wie er ist. Und du hast doch die ganze Zeit rumgeheult. Aufnehmen. Ja, du wolltest ja nicht in deinem Haus. So. Also, wir haben gerade zwei Präsente bekommen. Wir wollten diejenigen ehren, von denen wir es haben. Night Vision! Wer seid ihr denn? Stellt euch doch mal vor. Hallo! Ja, ich bin der Johnson. Was? Samsung? Samsung? Was? Sony? Samsung? 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 Ah. Johnson. Sören? Johnson. Okay. Wer ist denn wer überhaupt hier? Ja, ganz rechts ist Samsung. Ich bin der Hero, der mit dem LG-Kalender. Wer ist Samsung? Wer ist Samsung? Okay. Ja, Samsung. Ja, setz dich wieder. Wer ist das hier? Der mit dem Gilly? Bist du das, Tudu? Nee. Ja, ich bin Paul hier. Der Paul HD, aber jetzt... Paul HD. Und ich bin Sören. Ich mag Spaziergänge am Strand, lesen, reiten und ich schwimme gerne. Und ich suche... Mein Name ist Mario. Ich kaufe das Leben. Ja, ich mag auch Pizza. Wer ist das hier? Das ist doch Kevin, oder? Eieiei, ist der Kevin. Hallöchen. Haben wir Kevin schon gesagt, dass Kevin im TS ist? Nee, ne? Haben wir auch nicht in der Aufnahme gesagt. Was für ein Chaos. Chaos pur. Doppelsprechbart. Ja. Okay, packen wir es. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Hier der Ruski. Okay, Kevin, ich hab noch ein Night Vision für dich.
Wow, das ist aber Best Man. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Aha. Wir kriegen heute Präsente. Ja, das ist ja scheiße. Ihr habt alle Night Vision außer Kevin. Oh ja. Voll das Mobbing, ne? Ja, echtes Mobbing. Ich bin gut. Vielen Dank. Also, großes Dankeschön an euch. Ehrlich, wie viel ist hier Store schon mal in der ganzen Zeit? Hier fährt was. Jo, bitte. Oh nein. Oh nein. Unser Auto. Nein. Oh fuck, du hast die Garage offen gelassen, ne? Nein. Du hast die Garage offen gelassen, oder? Leben. Oh. Oh fuck. Was war das? Einer hinten hat geschossen auf irgendeinen. Hoffentlich ist unser Auto noch da, hoffentlich ist unser Auto noch da. Auto ist noch da, Alter. Leute, nichts wie rein da und weg von hier, Alter. Ach du Scheiße, da knallen die sich jetzt gegenseitig ab, oder was? Ja, ja, das ist auch das Problem hier, ständig. Wer fährt? Keine Ahnung, der Erste da ist. Kevin. Kevin, hol raus die Scheiße, los, komm. Go, go. Hol raus die Scheiße. Ich habe übrigens meine DMR mitgenommen, die habe ich im Backpack. Vorsicht, ja? Ja, hol raus, komm raus, komm raus. Komm. Und beeil dich. Alright, oh ja, stehen bleiben, stehen bleiben. Schnell zumachen, die Scheiße. Schnell zumachen, die Scheiße. Ah! Ich bin drin. Oh, fuck, geh doch rein. Das sind zwei Sitzer. Nein! Was? Nein! Fuck it! Was machen wir jetzt? Warte. Scheiße. Ich komm auch sowieso. Da ist ein Bus, da ist ein Bus, Kevin. Aber ja, eben, frag mal die da hinten. Die haben gesagt, wollt ihr ein Auto haben irgendwie. Okay, ich klär das mal ab. Oh, okay. Fahr schneller, wir schießen wieder. Ciao, Kevin. War schön mit dir. Der Kevin, der ultrasoziale Freund, hat sich wieder mal geopfert für uns, um die Aufnahme am Laufen zu halten. Kevin ist ein wunderbarer Mensch. Ein Dankeschön bitte in die Kommentare an Kevin. Oh, ja, mit Herzchen bitte. Mit Herzchen. Das Scheiße, die Karre ist bald leer auch, ne? Ja. Aber ich glaube, hin schaffen wir es nochmal. Ja. Alter, was müssen wir nochmal schaffen. Was für ein Chaos. Der Hammer. Eieiei. Aber ich glaube, wir haben es jetzt erst einmal geschafft. Wenn wir jetzt noch die Brücke überleben, dann... Kannst du mir sagen, wo ich langfahren muss? Ja, da der Straße nach. Okay. Einfach der Straße nach. Ah, geh weg, Anzeige. Boah, ey, Leute. Okay, also, Kevin, erzähl, was geht? Ich warte noch ganz kurz, nicht, dass mein Night Vision wieder weg ist. Das wäre ein bisschen ärgerlich, ne? Noch 1,4 Kilometer, dann sind wir an der Brücke. Du musst gleich irgendwann links, ne? Die Straße müsste eigentlich direkt hinführen. Kein also Sidetrack immer der Straße nach. Nee, da ist aus seit ein paar... Seit diesem letzten komischen Update. Kevin weiß nicht, was auf seinem Server abgeht. Ist der Side-Channel weg. Side-Chat. Ist das ein Origins-Update gewesen? Gute Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, ich weiß einfach mal. Question. Ne, warum fährst du jetzt querfeldein? Ja, irgendwie will ich nicht durch die Stadt. Ich hab Angst, dass ich wieder gegen irgendeine Scheiße fahre. Ja, gut. Ich hoffe, das ist die richtige Wahl. Jetzt links hier hoch und dann müsste theoretisch die Brücke da erscheinen, oder nicht? Eigentlich geht die Straße noch nach rechts weiter. Nach rechts? Wie? Wo ja, rechts. Fahr mal gerade rechts. Weiter, jawohl. Da kommt noch eine Straße und da ist ein Pfosten. Super, das war das war kein Pfosten. Das war eine Illusion. Ein erweiterter Grashalm. Ja, Vincent Raven und so. Und hier jetzt links. Okay. Kevin, was Neues? Ich bin gerade am Baum vorbeigelaufen, ist in meine Beine gebrochen. Nein. Ohne Spaß. Alter. Es hat keiner auf mich geschossen. Dann schrei mal rum, ob die Morphin haben. Die haben bestimmt noch was. Wenn er rumschreit, ist er tot. Ja, die sind doch friendly. Ich wechsle mal ganz kurz den Channel, ich bin dann gleich wieder da, ja? Okay. Bis gleich. Macht's gut. User left your channel. Das Problem ist, er kommt da nicht mehr ran. Ja, man muss ihn wieder ziehen. Ah, verdammt. Da rechts, wo fährst du hin, Mann? Ich war etwas abgelenkt, tut mir leid. Ich habe auf den TS geguckt, rechter Bildschirm. Soll ich fahren, dann kannst du weiter dein Eier spielen. Ja, mach mal bitte. Fahr du mal. Wie wir so spät gemerkt haben, dass es ein Zweisitzer ist, Alter. Ich hab's mir als der Kevin zurückgefahren ist, dachte ich mir noch, da sind doch bloß zwei Plätze. Aber dann dachte ich wiederum, ja, da kann man bestimmt auf die Ladefläche sich hocken. Was ja eigentlich nur realistisch wäre. Ja, also, der Punkt ist einfach so... Schau mal bitte nach vorne, ich muss kurz Mapmarker neu setzen dann. Ja.
Jetzt habe ich den Punkt auch wieder vergessen, glaube ich, den ich sagen wollte. Zement da irgendwo vielleicht?